Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Pokémon Karmesin und Purpur haben uns viele, viele neue Pokémon beschert. Und diese Pokémon entwickeln sich, zumindest zum größten Teil, natürlich auch zu anderen Pokémon weiter. Wir haben vor geraumer Zeit schon einmal über unterschiedliche Entwicklungsmethoden gesprochen. Und in der 9. Generation hat man sich tatsächlich einige der neuen Features zunutze gemacht und aus ihnen neue Entwicklungsmethoden entwickelt. Und 5 dieser abgewandelten Methoden möchte ich euch in diesem Video hier präsentieren, deswegen lehnt euch nicht zu weit zurück, sondern macht euch auf einen langen Spaziergang bereit, denn wenn ihr Reluk, Pamamo oder Weherba entwickeln möchtet, dann ist das leider Grundvoraussetzung Nummer 1. Anders als in jedem vorherigen Titel, in dem uns Pokémon nachrennen oder in der freien Wildbahn umherlaufen können, haben sie jetzt in Pokémon Scarlet und Violet sogar die Möglichkeit, automatisch aus freiem Willen zu kämpfen. Autokämpfe, das ist der Name eines der neueren Features aus dem Hause Game Freak und sorgt nicht nur dafür, dass Pokémon sich eben mit anderen Pokémon anlegen und gesamte Pokémon-Gruppen einfach mal eben so auslöschen. Nein, während dieser Autokämpfe können sich Pokémon sogar weiterentwickeln. Schickt man jetzt beispielsweise einen Reluk aus dem Ball und macht mit ihm einen Spaziergang von 1000 Schritten, entwickelt es sich weiter. Gleiches gilt eben für Pamamo und Weherba. Ja, also, wo das wieder logisch sein soll. Wisst ihr was? Egal. Bald, Freunde, bald. Welche Entwicklungsmethode der Lenny ebenso für Superheld ist die von Normifin? Und wer die Entwicklung von Normifin kennt, der versteht den Witz. Seine Entwicklungsmethode ist ein bisschen wie Normifin selbst und wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unspektakulär. Alles, was Normifin im Endeffekt machen muss, ist nämlich Level 38 zu erreichen. Ja, aber Lenny, ich habe bereits Normifin Level 38 und es hat sich nicht weiterentwickelt. Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du nicht im Multiplayer online gewesen bist, als Normifin Level 38 erreicht hat, denn das braucht es, um sich weiterzuentwickeln. Das hast du aber nicht gesagt. Ja gut, das habe ich nicht direkt gesagt, um die Spannungskurve des Videos ein bisschen aufrechtzuhalten. Oh, willst du mit mir dann zusammen spielen? Ich habe keine Zeit, ich muss das Video drehen. Du blöder Hu. Ja, wie dem auch sei. Jedenfalls, wenn ihr Normifin auf Level 38 entwickelt haben möchtet, dann solltet ihr zu diesem Zeitpunkt eben mit wem gemeinsam durch die Paldea-Region reisen, denn nur im Multiplayer-Modus kann sich Normifin weiterentwickeln. Ein anderes Pokémon, welches jemanden braucht, um eine Stufe aufzusteigen, ist Cesurio. Ja, Cesurio hat in der 9. Generation eine Weiterentwicklung bekommen. Und ja, nein, auch dazu. Alles bei Zeiten. Kaum wirklich zu übersehen in der Paldea-Region sind ja diese ganzen Pokémon-Gruppen. Viele unentwickelte Pokémon, die meistens um ihre Weiterentwicklung oder ihre finale Entwicklung herumstehen. Das Pokémon in der Mitte ist hierbei der Anführer des Trupps und um genau dieses geht es. Besiegt man nämlich mit Cesurio 3 andere Cesurio, die einen Gladiantri-Trupp anführen und steigt danach ein Level auf, entwickelt sich Cesurio weiter. Hat ein bisschen was von Gladiatorenkämpfen, als müsste man die Köpfe anderer Gladiatoren sammeln, um einen Rang aufzusteigen. Aber hey, Kinderspiel. Aber ähnlich düster geht es weiter mit der ebenso in der 9. Generation hinzugekommenen Entwicklung eines uns bereits bekannten Pokémon, nämlich Razaf. Razaf erlernt auf Level 35 nämlich urplötzlich einfach mal eine Geistattacke. Okay. Zornesfaust heißt diese und solltet ihr auf gar keinen Fall ignorieren, wenn ihr wirklich daran interessiert seid, Razaf weiterzuentwickeln. Denn lernt Razaf diese Attacke und setzt sie danach in Zukunft mindestens 20 Mal ein und steigt danach ein Level auf, entwickelt sich Razaf weiter zu Epitaph, einem echt übel gelaunten Kampfgeist-Pokémon. Also, wenn jemand Kampfgeist hat, dann Epitaph. Jedoch weniger Kampfgeist, dafür sehr viel Ausdauer und vor allem Geduld braucht ihr für die Weiterentwicklung von Gierspenst. Ebenso ein Geisttyp ist der kleine Münzensammler nämlich auch und Gierspenst weiterzuentwickeln könnte ein bisschen dauern. Überall in Paldea findet ihr Gierspenst in seiner Wanderform, ohne seine Schatztruhe. Nun, fangen könnt ihr Gierspenst in dem Fall leider nicht, allerdings schenkt ihr euch eine Münze, wenn ihr ihn anspricht, bevor er abhaut. Sammelt also von diesen Münzen easy peasy mal eben locker flockig schnell in einer halben Stunde schnell gemacht 999 Stück, steigt damit dann ein Level auf, während ihr die 999 Münzen mal eben so in der Hosentasche dabei habt. Et voilà, aus Gierspenst wird Monitigo. Und wenn ich mir das Design von Monitigo so näher ansehe, dann verstehe ich, glaube ich, warum es so viele Münzen sein sollten. Und wenn wir jetzt gerade so viel von Level aufstiegen und von Geld sprechen, Geld sparen könnt ihr bei Level Up übrigens derzeit auch noch bis zum einschließlich 30.11. im Rahmen der Black Week. Mit Code Lenny2 gibt es nämlich nach wie vor immer noch die 2 für 1 Aktion.
Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, ich finde es schon ziemlich cool, dass man sich bei Pokémon Karmesin und Purpur ein bisschen auch auf das Umfeld und auf die Umgebung konzentriert hat und dabei sogar die Entwicklungsmethoden darauf angepasst hat. Bin mal gespannt, wie man diese Entwicklung dann in der Zukunft umsetzen möchte in anderen Spielen, ob es jetzt in jedem Spiel irgendwie über 900 Gespenster gibt, deren Münzen man einsammeln muss, oder ob es dafür in Zukunft dann irgendwelche Items geben wird. Man weiß es nicht. Würde mich aber auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Deswegen schreibt mir Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und Partnern. Folgt mir auf Twitch. Das war's von mir. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.